Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Europa Universalis 4. Ich bin Sonja Odo und wir sind hier noch immer in Österreich und wir warten darauf, dass wir alt genug werden, damit wir Venedig und den Papst zurückbringen können in den Schoß des Heiligen Römischen Reichs. Jo. Das in etwa ist unser Ziel für die nächsten, na super. Mailand wird auseinandergenommen von seinen Nachbarn. Bei andererseits, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ah, oh ja, doch. Die werden schon ziemlich auseinandergenommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl sie da gar nicht so schlecht sind, weil immerhin haben sie Savoyen erobert. Also die Hauptstadt von den ersten Angreifern finde ich gut. Assassination of Noble. Was? Lose 15 Legitimacy? Noch weniger kann sie wohl nicht mehr werden. Take control of the situation. Na super. Ach, was soll's. Wer braucht schon Legitimität? Pfeif drauf. Ist auch schon wurscht. Kann man negative Legitimität haben? Sachsen. Nö. Ihr nicht. Wenn sie bitte keinen Krieg führen, darin geht. Wie wär's, wenn du endlich erwachsen wirst, du Idiot? Ich wette, wenn du erwachsen wirst, müssen wir einmal gegen irgendwelche Pretender kämpfen. Okay. Finde ich gut. Ja, danke. Wir wissen's. Wir haben kein Geld. Wir können keine Kriege führen, um Geld zu kriegen. Ärgerlich. Und jetzt ist noch dazu ein Typ gestorben. Ja, was soll ich tun? Lass mich tot. Wie viel würde ein neuer kosten? Die beiden sind ja beide unnötig. Spain, Habsburg Throne. Prestige. Stop. Oh, vielleicht lassen wir das weg, dabei. Wenn wir ein bisschen Geld verdienen. Können wir uns das leisten, keinen Typen eingestellt zu haben?
gescheute Regentschaft. Ich hasse das. Na, wir sollten da schon mal einen einstellen. Nehmen wir den Manpower Modifier, was soll's. Viel Plus haben wir? 0,35. Ja, das ist eher wenig. Wie ist das mit der Forschung? Wir brauchen auf jeden Fall militärische Technologie 6, bevor wir irgendwas weitermachen können. Oh, mehr Taxis. Oh, es gibt ja doch noch positive Ereignisse. Finde ich gut. Diplomatie-Level 5 wäre auch schön. Ah, okay. Sort mal. Erst 1484, also erst in 10 Jahren machen. Das können wir jetzt machen. Mit den Minister rekrutieren. Kriegen wir 15 Influence. Das heißt, es wird noch mehr Geld bringen. Was? Oh, das hätte ich. Und das hätte ich denken können. Ja, was soll's. So, wer von den beiden Admiralen ist denn der schlechtere? Oh. Wir haben nur noch einen Admiral. Schau dir was an. Sollen wir den behalten für den Handel? Ach was, pfeif auf den Admiral. Schiebernackeln brauchen wir eh nicht so bald. Also war denn jetzt nicht so gut, dass ich sagen würde, okay, den können wir uns behalten. Ah, gut, jetzt können wir mal vielleicht noch einen von diesen Loans zurückzahlen. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Geld noch. Boah, Gott sei Dank, plus 1,47. The risks of trade compensate the traders. Lose 15 loyalty und lose 10 influence. Bist du irre? Dann sind sie aber schlecht gelaunt. Ja, aber 165 Dukaten kann ich ihnen nicht zahlen. Die können mich mal gern haben. Mal abgesehen davon, 10 Influence will ich ihnen auch nicht geben. Pfeif drauf, dann sind sie halt angepisst auf uns. Und zwar ziemlich, genauso wie die Nobility. Keiner mag uns. Alle hassen uns. Puh, 95%. Naja, gut. Okay. Nein, das machen wir dieses Mal nicht.
Obwohl zwei Dings gut wäre, aber wir müssen auf jeden Fall mal Technologie nehmen. Genauso hier. So, wie alt ist der Bur? Noch immer 11. Wann wird denn der übernehmen endlich? Die mögen uns eh noch immer, okay. Finde ich gut. Ah ja, Mailand geht langsam den Bach runter. Zwar nicht wegen Savoyen. Das ist nämlich ganz offensichtlich unfähig. Verdammt, die haben sich Brescia auch wieder genommen. Na gut, wir brauchen nur Friaul und Brescia von ihnen. Mehr brauchen wir nicht. Wie schaut's aus, Genua? Gibst du das Land zurück? Nö. Na gut, soll sein. Behalt's das dabei nochmal. Oh, warte mal, ich kann ja die nächste Institution machen. Das machen wir doch glatt. Reichsregimente. Plus ein Diplomat, plus eine diplomatische Reputation. Minus zwei National Unrest. Ich weiß nicht, gilt das jetzt schon? Auch für meine Gebiete. Okay, Busen. Na gut. Auf. Junge Herren. Wie weit sind eigentlich die mit ihrem militärischen Dings? Forschung 666, bist du irre? Das heißt, wir haben gerade erst einmal aufgeschlossen auf die Wahnsinnigen. Aber wir sind nicht mehr hinten nach, sagen wir es mal so. Wir haben 646. Das müssen wir. Ah, wir haben einen neuen. Ah, wir haben einen neuen Diplomaten. Ausgezeichnet. So. Schauen wir mal. Und zwar. Improve Relations? Nö. Offer Alliance. Warte mal, apropos Offer Alliance. Wir haben 6 von 6 Beziehungen. Passt. Of Alliance from Joint Coalition against. Was haben wir noch? Issue Embargo, Revoke Embargo, Give Subsidies. Interessiert alles niemanden. Na gut,
Outraged Countries. Wer könnte das sein? Outraged gegen uns. Venedig auch noch. So, schauen wir mal. Wie schaut's mit meinen Leuten aus? Zwölf Jahre alt. Oh, das dauert noch ewig. Ewig. Ungarn ist kein Rival mehr, kein valid Rival mehr für mich? Warum? Weg. Oh, wir können Diplomatie-Tech nehmen. So. Den können wir dann noch rivalisieren. Wir müssen offensichtlich gerade nicht. Nö, das will ich. Nee. Kastilien, das ist ein guter Plan, Kastilien gegen freundlich zu sein. So, das verlangen wir auch noch einmal. So, würden wir jetzt gewählt werden? Wahrscheinlich nicht, nein. Naja, oh ja. Nein, doch nicht. Wie macht der gerade? Provence? Vergiss es. Nein. Einen von denen Sachsen. Sachsen, glaube ich, ist gut. Ich meine, es wird eh wieder besser, wenn wir eine höhere Autorität haben im Reich. Aber dennoch. Wer ist das? Nö. Machen wir nicht. Warte. Von Magdeburg können wir auch was verlangen und von Lübeck gehen wir nicht. Lübeck. Oh, von denen können wir sehr wohl was verlangen. Ah, das war ein Fehler, naja, gut, wurscht. Wurscht, ob ihr das nicht mögt.
Oh, Anhalt. Gehört das zu Sachsen? Nö, ist ein eigener Staat. Schade. Das hätte Sachsen sonst recht glücklich gemacht, wo sie ihnen zurückgegeben hätten. So, dann wen machen wir noch glücklich oder versuchen noch glücklich zu machen? Köln. Sterben sollten wir jetzt sowieso nicht, weil dann hätten wir sowieso noch gröbere Probleme. Ja, und die Osmanen machen einen Krieg nach dem anderen. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Grümpelfüchs. So, von Genua verlangen wir auch noch, dass sie das zurückgeben. Oder? Ja, wieso nicht? Warte mal, Grand Electorate? Nein. 3, 6, 7 Elektoren. So. Jetzt haben wir gegen die auch noch einen Casus Belli. Perfekt. Lauter Casus Belli. Gut, dann. Oh, Mailand ist noch immer nicht besiegt. So, gegen wen führen wir denn als erstes Krieg? Gegen die Wahnsinnigen. Wir machen noch weiter den Spy Network. Jahre alt. Schau dir was an. Hey! Das ist mal eine gute Nachricht. Okay, wir sind zu stark für all unsere Gegner. Wie kann das sein? So, wir nehmen als Gegner Frankreich. Sicher Frankreich. Bleibt uns hier nichts anderes übrig. England will ich aber nicht nehmen. Ah, müssen wir nicht nehmen. Könnt jetzt hier aufhören, im Reich Krieg zu führen, ihr Wahnsinnigen? Und könnt jetzt hier aufhören, irgendwelche Dings zu verlieren? So, Mantua. Ah, du wirst das zurückgeben, finde ich gut. Incorruptible. Okay. So, was machen wir da? Revoke Embargo. Passt.
Ja, die positive Stability hilft auch, finde ich gut. Ja. Nein, nein. Könnt ihr jetzt bitte aufhören, euch gegenseitig umzubringen im Reich? Ihr Wahnsinnigen. Hey, Böhmen ist auch zur Renaissance endlich übergegangen. Oh, und Böhmen hat Schlesien erobert. Warte mal. Kontrolliere ich damit nicht Schlesien und müsste ich da nicht. Yes! Ich habe das da geschafft. Naja, ich hätte das Ding nicht abdrehen sollen. Local Development Cost minus 15%. Lose 5 years of Separatism in Silesia Area. Und Permanent Claims finde ich gut. Ist da. Können keine Einkommen dabei. Der in Debt? Echt jetzt? Wieso haben die Schulden, die Wahnsinnigen? Ah, das ist wie sie, wie ihre Armeen vorgehen. Okay. Du wirst supportive sein auf jeden Fall. Ah, du hast 14.000 Truppen. Du könntest ruhig aggressive sein in einem Kampf. Okay. Ja, angreifen tut uns natürlich auch keiner, sehr klar, wenn wir viel zu stark sind mit den ganzen Verbündeten. Stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wie viel Loyalität habe ich eigentlich schon gegenüber meinen Verbündeten? 18 Favors, schaut da was an. So, wir sind noch Verbündete von mir. Leipzig ist ein Verbündeter von mir. Ich bin schon 9 Favors. Trier ist ein Verbündeter. Und die ebenfalls auch 9 Favors schon. Na, schau was an. Das könnte ein kurzer und bösartiger Krieg werden. Na, die Polen holen wir auf jeden Fall in den Krieg gegen Ungarn. Nicht gegen Venedig. Gegen Venedig nehmen wir Sachsen zum Beispiel oder Trier mit. We've gained casus belli against Poland. Warum das? Warte mal. Oh. Es hat mir offensichtlich Claims darüber gegeben. Ich habe jetzt Claims da hinten auch. Schau dir was an. Das ist vielleicht gar nicht einmal so gut gewesen, dass ich das gemacht habe.
Vielleicht sollten wir dann zuerst den Krieg gegen Ungarn führen sogar. Nein, ihr sollt nicht Krieg führen im Reich, ihr Wahnsinnigen. Ärgerlich. Na okay. Kinder, an dieser Stelle mache ich wieder Schluss für heute. Wie alt sind wir jetzt? 13 Jahre. Boah, noch so eine Folge, wo wir mehr oder weniger nichts machen können. Gut, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.